Geldabrechnung, drittes Quartal. Jenny Robbins, Hilda Wentworth, Alice Sullivan, Carlotta Lüders. Ja, doch, einen Moment noch. Senior Lemanski. Ja, Schuldirektion Lindenhof, Theobald. Guten Tag. Hallo. Hallo, wer spricht denn da? Ich habe nur eine kurze Frage. Ich bin auf der Suche nach einer Schülerin, die seit einer Woche ihr Internat besucht. Ihr Name ist Lea. Lea Groß. Sagt Ihnen der Name etwas? Allerdings. Aber mit wem habe ich denn die Ehre? Das tut nichts zur Sache. Ich weiß nun, was ich wissen wollte. Hallo. Hallo. Bist du verdammt. Also wirklich. Ja, bitte. Guten Morgen, Frau Theobald. Guten Morgen. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen. Ja, setzen Sie sich. Danke. Dass ich jetzt die Vertretungsstunde in der 5B habe. Werte Kollegin, ist Ihnen nicht gut? Nein, nein, Frau Roberts. Alles in Ordnung. Allerdings... Ja? Eben habe ich einen merkwürdigen Anruf erhalten. Merkwürdig? Wie meinen Sie das? Also, eine Frau hat sich erkundigt, ob eine gewisse Lea Groß in unserem Internat wohnt. Ja, Lea Groß. Das ist doch die neue Mitschülerin aus der Klasse der Sullivan-Zwillinge. So ist es. Ja, und was stimmt Sie so nachdenklich, wenn sich jemand nach ihr erkundigt? Naja, also während des Telefonats überkam ich ein ganz eigenartiges Gefühl. Mhm. Irgendetwas stimmte da nicht. Zumal die Anruferin mir gegenüber ihren Namen nicht nennen wollte. Sie wollte ihren Namen nicht nennen? Mhm. Was schließen Sie denn daraus? Ich kann es schwer beschreiben. Naja, vielleicht bin ich auch nur etwas überanstrengend. Ja. Schon seit Stunden sitze ich über der Schulgeldabrechnung. Ich sollte mir vielleicht meine kleine Pause gönnen. Ja, das hört sich vernünftig an. Darf ich Ihnen vielleicht einen Kaffee bringen? Danke, sehr lieb. Den hole ich mir schon selbst. Gut, dann gehe ich jetzt in die 5B. In 5 Minuten beginnt der Unterricht. Tun Sie das, Frau Roberts. Bis später. Bis später. So. Sinje Lemanski, das hat ich. Schuldirektion Lindenhof, Theobald, guten Tag. Hallo? Hallo? Schon wieder. Endlich ganz frech. Hallo, Lea. Elli, was gibt's? Na, was wohl? Die anderen Mädchen im Gemeinschaftsraum langweilen mich mit ihren Themen genauso wie dich. Aber du interessierst mich. Vor allem das, was du da vorhin angedeutet hast. Ich verstehe nicht ganz. Mach Platz, dann kann ich mich zu dir aufs Bett setzen. Nun erzähl schon, Lea. Was war mit deinen Eltern? Wieso haben sie dir das Thema Mode ausgetrieben? Ach, das ist doch völlig unwichtig. Eben nicht. Für mich gibt es kein spannenderes Thema. Und wenn meine Eltern auch nur ansatzweise versuchen würden, mir mein Modefimmel abzugewöhnen, da würden die mich kennenlernen. Also komm schon, raus damit. Du bist ja ganz schön hartnäckig. Wenn's um Mode geht, immer. Also schön. Meinen Eltern gehört ein ziemlich bekanntes Bekleidungsunternehmen. Das Label sagt dir sicher etwas. Ich hab's von Anfang an gespürt, dass du etwas Besonderes bist, Lea. Um welches Unternehmen handelt es sich denn? Kein Grund, gleich auszuflippen, Elli. Die Marke heißt Melvin Groß. Du machst Witze! Du nimmst mich auf den Arm. Quatsch! Warum sollte ich das tun? Aber die Klamotten von Melvin Groß sind weltberühmt und dazu noch fantastisch. Diese Marke gehört doch nicht wirklich, dann... Doch, das ganze Imperium wird von meinen Eltern geleitet. Ich glaube, ich falle in Ohnmacht. Das ist ja Wahnsinn. Ach, was sage ich, völlig untertrieben. Irre ist das, unglaublich, phänomenal. Verstehe ich nicht. Ach, es trifft anscheinend immer die Falschen. Mensch, Lea, ich an deiner Stelle wäre der glücklichste Mensch auf Erden. Melvin Groß...
Du musst doch unsagbar stolz auf deine Eltern sein. Tja, wie man's nimmt. Also, ich begreife dich wirklich nicht. Es ist halt nicht alles Gold, was glänzt. Wie ist das denn zu verstehen? Ehrlich gesagt möchte ich nicht darüber reden. Na komm schon, Lea. Du kannst es mir ruhig anvertrauen. Bei mir ist ein Geheimnis in den besten Händen. Es handelt sich um kein Geheimnis, Ellie. Sondern vielmehr... Na los, Lea. Heraus damit. Na schön. Aber du darfst mit niemandem darüber reden. Das musst du mir hoch und heilig versprechen, hörst du? Also wenn du mich länger kennen würdest, wüsstest du, dass ich die Verschwiegenheit in Person bin. Kein einziges Wort wird über meine Lippen kommen. Na gut. Da muss ich mich beeilen. Dazu. Denn was ich euch zu erzählen habe, ist nur für eure Ohren bestimmt. Also gut, mach am besten erstmal die Tür zu und setz dich zu uns. Einverstanden. So, nun schieß mal los, Cousinchen. Wo brennt's denn? Zuerst müsst ihr mir versprechen, mit niemandem darüber zu reden. Ich habe es Lea nämlich schwören müssen. Du kannst dich wie immer auf uns verlassen, das weißt du doch. Erzähl schon. Na schön. Wie ihr sicherlich bemerkt habt, habe ich mich mit Lea angefreundet. Ja. Das ist schon seit Tagen das Top-Thema in Lindenhof, Elli. Und ehrlich gesagt, können sich die meisten von uns nicht erklären, woher diese gegenseitige Faszination so plötzlich kommt. Wie meinst du das, Hanni? Naja, ich will ja deine Gefühle nicht verletzen, aber es ist in der Regel so, dass du dich eher für schillernde Persönlichkeiten interessierst. Naja, und Lea ist ja eigentlich eher das krasse Gegenteil. Hm? Ach, könntest du das bitte etwas genauer erklären? Nun ja, ich meine, sie ist eher... Hanni will damit sagen, dass man Lea statt einer Partybombe wo eher als eine graue Maus bezeichnen kann. Ja, genau. Das meint sie aber nicht abfällig. Nur trägt Lea keine außergewöhnlichen Kleidungsstücke oder Frisuren und zieht sich in jeder erdenklichen Situation in ihr Schneckenhaus zurück. Ja, richtig. Und wenn sie mal den Mund aufmacht, was ja ziemlich selten vorkommt, dann spricht sie so leise, dass man sie kaum verstehen kann. Ganz genau. Und dafür gibt es auch eine Erklärung. Ach so? Jetzt? Denkt an euer Versprechen, ihr beiden. Ich setze auf eure Verschwiegenheit. Du machst doch nicht so spannend. Du spuckst schon aus. Ich weiß zwar, dass ihr beiden euch nicht sonderlich für Mode interessiert, aber sagt euch das Label Melvin Groß etwas? Na klar, ja, und? Aber für diese Kleidungsstücke ist meine Geldbörse zu klein. Weshalb fragst du uns das, Ellie? Leas Eltern sind steinreich. Ihren Eltern gehört das Imperium. Ach, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Deshalb also hast du dich an Lea angedockt. Tut mir leid, Ellie, aber mit dieser Information kannst du uns nun wirklich nicht beeindrucken. Und damit wird Lea in unseren Augen kein bisschen interessanter. Warum musst du dich nur immer an solchen Oberflächlichkeiten orientieren? Lernst du denn nie dazu? Beleidigungen sind jetzt völlig fehl am Platz, Hanni. Es geht dabei um etwas ganz anderes. Mhm. Wir hören. Lea hat mir anvertraut, dass sie seit einigen Tagen von einem unheimlichen Pärchen beschattet wird. Von einem Pärchen? So ist es. Seit Lea bei uns auf Lindenhof ist, tauchen hin und wieder ein unheimlicher Mann und eine Frau auf, die sie aus der Ferne beobachten. Hier in unserer Schule? Nein, aber außerhalb des Gebäudes. Unten im Städtchen und direkt vor der Schule. Die beiden standen am Zaun vor unserem Sportplatz und haben sie mit einem Fernglas beobachtet. Das ist echt merkwürdig. Zuerst dachte ich, dass Lea sich nur interessant machen wollte. Aber vorhin habe ich die beiden auch gesehen. Wo war das? Lea und ich waren heute Nachmittag im Kino. Und als wir wieder rauskamen, stand das Pärchen auf der anderen Straßenseite. Komisch. Als Lea die beiden entdeckte, wurde sie ganz aufgeregt und zeigte zu den beiden hinüber. Darauf eilten sie davon und waren verschwunden. Was mag das Pärchen denn von Lea wollen? Du bist doch sonst nicht auf den Kopf gefallen, Hanni. Überleg doch mal. Leas Eltern sind Multimillionäre. Was läge da näher als eine Entführung? Genau. Verflixt, du könntest recht haben. Auch Sadie, unsere amerikanische Klassenkameradin, ist damals verschleppt worden. Nur mal langsam. Man muss ja nicht immer gleich vom Schlimmsten ausgehen. Vielleicht ist ja alles auch ganz harmlos. Harmlos? Das glaubst du wirklich? Ach, es könnte sich bei den beiden ja auch um ein Reporterpärchen handeln, das ganz verrückt danach ist, eine Story über die Tochter prominenter Eltern zu schreiben. Sowas liest man doch häufig in der Klatschpresse.
Das solltest doch gerade du wissen, Ellie. Ich würde dir ja gerne zustimmen, Honey, wenn da nicht diese unheimlichen Telefonanrufe wären. Was denn für Anrufe? Gestern habe ich mit meinen eigenen Ohren gehört, wie Frau Theobald Frau Roberts erzählt hat, dass sich wieder diese...